So, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Gerade bei einem Regen-Eis-Raid gewesen. 100er gerade gefangen, also nicht ich, aber. Hier, erstmal mein erstes Alola-Ei. Heute brüten wir endlich mal ein paar Alola-Eier. Und machen unseren ersten Tausch. Lola Mods, ich habe gehört, der soll richtig häufig sein. Also schon mal nichts so Tolles. Es sei denn, die IVs sind krass. Sind sie aber nicht. Nee, tot. Aber. Das gibt uns Platz, um direkt noch ein Ei abzuholen. Moment. Soll ich irgendjemanden abholen, dessen Level ich steigern will? Okay, Moment. Wen will ich steigern? Mingo Bernd. Alles klar. Ich habe das Gefühl, es kommt eigentlich immer ein Ei. Sofern man Platz hat. Aber wir sehen es gleich, ob da sicher ein Ei drin ist. 10 Ananas ist geil und ein Ei. Okay, es hat echt immer ein Ei drin. Und direkt in den Super-Inkubator. Okay. Was willst du denn haben? Was aus Amsterdam. Ich weiß nicht, warte. Fundorte kann man, glaube ich, wechseln. So, hier haben wir meinen ersten Tausch. Schauen wir mal. Wo kann ich hier mein Pokémon auswählen? Jetzt. Achso, jetzt? Ah, jetzt, okay. Früher gab es etwas, das hieß Fundorte. Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Nein. Ja, schau einfach Voltilam oder so. Oder hast du nichts behalten? Nichts behalten, das nicht 100 ist. Aber du hast mal was behalten, wo ich du Amsterdam hast. Ich hab was aus Amsterdam, ja. Aber? Nix, nur aber. Eins. Das kannst du haben. Ich habe auch was aus Italien, wenn du das haben willst. Es geht ja um die Entfernung. Viele Kilometer. Okay. Hier, aus Italien. Krass. Siehst du eigentlich, wie ich das genannt habe? Eigentlich schon, oder? Das ist dein Liebling und wir haben ihn zusammen gefangen im Urlaub. So. Ganz normaler Tausch kostet nur. Nein, kostet nur 100. IV können sich ändern, schauen wir mal. Ich hoffe natürlich auf einen 100er Tangela. Bist du soweit? Soll ich einfach confirm drücken? Ich muss bestätigen. Okay. Ich bin aufgeregt. Mein erster Tausch. Und? Bellen verstehe ich eh nicht. Da steht ja, aber kommt drauf an, mit wem du ihn gefangen hast. Tangela 79. Take good care of Tangela 79. Also er ist schon mal von den WP her gestiegen, oder? Wie viel hatte dein von den WP her? 900 irgendwas. Achso, nein, er ist gesunken. Wie viel hatte? Jetzt hat er 896. Pretty decent, oh mein Gott! Schlecht? Richtig schlecht. Richtig schlecht ist er geworden. Aber mein erster Tausch, ich kann ihn nicht wegschmeißen. Und den kann man jetzt nicht nur zurück weiter tauschen. Nein, leider nicht. Nein, mach lieber andersrum, weil dann habe ich 2 Gagados. Ja, egal. So. Wir tauschen noch ein bisschen rum. Kilometer für die Medaille. Achso, dann kann man den nicht verschicken? Nee. Aha, interessant. Verbindest du jetzt normal oder muss ich auch nochmal raus? Du kannst drin bleiben, da siehst du den Ding. Trade expired, okay, steht hier. Aha, man lernt dazu. Das ist ein Dragon, den ich auch noch gefreut habe. Schauen, ob ich den überhaupt noch habe. Eigentlich müsste ich den schon noch haben. Dann warte erstmal das Theater an. Dragon Knight. Oh, warte. Aus Verona. Okay.
900 Kilometer. 900, ja, fast 900 Kilometer. Drei Bonbons. Confirm. Okay, Amsterdam. Check. Alter, ist übel hoch geworden, 1800. Ja, von 1,7. Too strong. Okay. Jetzt check ich ihn, mein Garados aus Amsterdam. Mein Gott, ich. Ah, doch, hier. Ich wollte schon sagen, ich hab den gar nicht mehr. Also. Okay, schauen wir uns gleich mal die Medaille an. Nach diesen zwei mächtigen Tauschgeschäften. Das ist fast 100. Hä? Ja, 2,15 Meter. Der ist also richtig, noch schlechter, glaube ich, geworden. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie. Ja, so. So, hier rüber. Und die Medaille. Habe ich jetzt auf Braun. 1700. Bei. Okay. Wie hoch geht die Medaille? 1 Million, alles klar. 1 Million. Puh, das kann noch dauern. 1000 Trades können noch dauern. Hier noch zufällig ein Ergo-Dactyl-Rate gesehen. Nehme ich natürlich mit. Mir fehlt immer noch ein 100er. Also möglicherweise, ich habe ja 4 bis 6 Ergo-Dactyl-Quests noch, die ich abholen kann. Wo wir das Ergebnis nicht gesehen haben. Aber nur für alle Fälle. Weil es sehr unwahrscheinlich, dass es in den 6 drin ist. Seitdem das Wasser-Event vorbei ist, als 3er-Rate wieder verfügbar. Blitzer auch wieder am Start. Muss ich noch machen, Blitzer. Sehr wichtig. Hoffentlich finde ich heute noch einen. So, hier ist mal mein 100er Kyogre und mein neuer 96 auf Max. In Aktion dann gleich. Aus dem Raid ist ein 100er Aerodactyl 1490. Level 20, ohne Wetterboost. Ich weiß gar nicht, ob er Wetterboost hat, aber ich glaube nicht. Obwohl doch. Vorhin war Gestein geboostet. Oh. Ich brauche wahrscheinlich sogar mehr als die zwei Kyogre. Ich habe gar nicht mehr vorbereitet. Mal schauen, was mir noch ausgewählt wurde. Ein Stolos auf jeden Fall, der muss gewechselt werden, ja. Warum Gewalt, okay. Passt schon. Ja, Gestein ist geboostet, deswegen. Ah, ich weiß jetzt nicht, was 100er geboostet Ergodactyl ist. Lassen wir uns überraschen. Aber finde ich gut, dass ein Dreier da ist, den ich gebrauchen kann. Momentan nehme ich ja jeden Flunkiefer mit und jeden Absolut, falls mal einer mitmachen will. Aber Dreier hat halt immer gefehlt, ein guter. Wir sollten Lapras auch auf 3 machen. Lapras, Relaxo. Nocturne sollen sie wieder bringen. Capoeira sollen sie bringen. Einfach jeder, der mir noch auf 100 fehlt. So. Ja, jetzt zuvor, ich hatte keine Lust, Stolos zu wechseln. Auf jeden Fall glaube ich über
würde sagen, auf jeden Fall über 17. Zwei Sonderbonbons. Okay. 18,34. Oh mein Gott, mein Beutel ist voll. Richtiger Fail. Ich habe GoPlus mal wieder aktiv. Seit langem. Und der blockiert gerade den Raid. Zum Glück ist der Raid noch aktiv. Da kann ich wieder reingehen. Ansonsten wäre das voll der Fail gewesen. Okay. Bonbons haben wir genug. Sprich, goldene ist okay. So. Bin gespannt. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so schlecht. So. Ja, V-Check, Moment der Wahrheit. Ah, oh, Defense 15. Nee, der ist richtig schlecht. Tot. Gehen wir mal weiter. So, noch ein Ei. Auf unserer Reise ins Nirgendwo. Na, so. Und noch ein Mauzi, tatsächlich. Der ist echt zu häufig. Aber ich behalte den mal, weil ich kann den vertauschen. Und dann kann es sein, dass... Oh, der ist gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, falls er schlecht ist, kann ich den vertauschen und der ihn bekommt, könnte dadurch einen 100er bekommen. Aber dazu mehr am Ende des Videos. Also das ist echt nicht schlecht, schade. So, das war's eigentlich auch schon für heute. Ich blende hier noch ein paar Eier ein. Hier, wahrscheinlich hier. Von ein paar Eiern, die ich jetzt zu Hause gebrütet habe mit GPS-Drift. Hab zwei Slimer und zwei Mauzi bisher. Und ein paar Radfratz Alola Formen. Hab vorhin auch, also wir haben ja heute unseren ersten Tausch gemacht und dann noch ein paar andere. Und im letzten Livestream habe ich ein paar Zuschauer gefragt, ob ich in Dortmund mit den Zuschauern tauschen werde. Und ja, habe ich sogar vor, was eigentlich sogar ziemlich gut ist, weil ich tausche ja da mit Leuten aus ganz Deutschland und kriege dann ein paar Kilometer für die Medaille. Deswegen können wir gerne tauschen. Ich habe auch ein paar Pokémon, die mich interessieren, die nenne ich euch mal. Offensichtlich alle, die mir noch auf 100 fehlen, weil durch Tauschen die IV neu verteilt werden und dann habe ich die Chance auf den 100er. Auch wenn die Chance echt sehr, sehr gering ist. Dementsprechend natürlich die Sachen, die offensichtlichen. Wer mir folgt, der weiß es. Relaxo, Lapras, Aerodactyl, Tangela, Nocturne, Capoeira, Wingenau, Togepi. Dann natürlich alle Babys. Die Cognitus brauche ich auch noch ein paar Buchstaben. Und zwar, warte, E, F, G, H, J, K, L, M, Q, V, W, X, Y und Z. Mir fällt hier gerade auf, da sind sogar zwei neue Plätze frei geworden. Für Ausrufezeichen und Fragezeichen. Ich weiß, Ausrufezeichen war bei der E3, letztens in Amerika. Schauen wir mal, wann die kommen. Also, falls ihr einen von den Buchstaben doppelt habt, könnt ihr mir auch gerne tauschen. Ansonsten, das war's von mir. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon einen Tausch gemacht habt. Wenn ja, was habt ihr alles getauscht? Habt ihr schon Alola Radfahrts gefangen? Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen mich so ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.